So, 7:54 Uhr, südliche Spielwiese. Gerade wieder teilweise Felder gehabt, so flächendeckende Nebelfelder, so Löcher, wo du wieder nicht atmen konntest. Und wenn es Gülle ist, die Gülle kommt nicht von den Kühen, von der Landwirtschaft hier. Weil die Gülle von den Rindern riecht wesentlich anders. Okay, fahren wir die Runde rum. Etwas zu den Fäden noch zu sagen von eben. Hey, die fallen jetzt runter. Ohne Scheiß. Weil ich sehe es in meinem Ärmel vom Anorak. Und ich kriege es im Gesicht ab. Und auf der Nase. Und das ist ätzend. Es juckt. Dieses Scheißzeug. So schaut es da aus. Im Hintergrund. Wir können mal ranzoomen und anschauen. Ich meine, ich habe oft genug Kommentare bekommen nach dem Motto, ja, unpassend, der erzählt Stuss und das sind Märchen und welche, die sich nicht auskennen mit dem Thema, die wissen nicht, worum es geht mit meinem Sarkasmus, Satire, wie auch immer. Ich meine, die vergessen, dass ich unter Comedy stehe. Nur heute ist keine Comedy. Ich komme komödiantisch verarscht vor. Warum heute das kurz? Zur Erklärung für die Frischlinge, die sich nicht auskennen. Sowas hier entsteht aus angeblichen Flugzeugkondensstreifen, Contrails. Aber selbst da das Kerosin schon mit Chemie vermischt ist, ist Contrail oder Wasserdampfabgase irreführend. Allein das Kerosin ist schon Chemie. Und deswegen ist Chemtrails besser passen dazu auch im Normalzustand als dieses etwas hier. Nur so als Beispiel. Man soll sich mal schlau machen, was alles in den Kerosin drin enthalten ist. Auch für Additive und Zusatzstoffe, das ist im Prinzip nur Chemie. Und auch da hinten, die Querbalken, sind, von mir aus nennt es Kondensstreifen, wie auch immer, aber es sind keine. Es sind die Rückstände, die dann stehen bleiben, sporadisch. Wir haben gerade zwei Flugzeuge gesehen, ja, ich habe fotografiert, weil Film ist Arschlos, die nebeneinander quasi fast flogen. Mit wenig Unterschied von der Größe her waren sie fast gleich hoch, einer komplett ohne Streifen und einer mit Streifen. Ist doch nett sowas, ne? Vor allem, wenn dann hinterher sowas hier rauskommt. Und wenn es anfängt hier zu stinken. Und wenn man sieht, wie es in kleinen Hochkommatar Kondensstreifchen so ein Scheiß entwickelt, aus dem dann seltsamerweise Partikel herunterkommen, nachweislich. Wenn diese Streifen kommen, kann ich vermehrt Partikel auffangen. Das habe ich genug getestet. Und diese Fäden, die definitiv keine Spinnfäden sind, sondern unter Mikroskop und mit Elektronenbeschuss sich nachweisen als Polymere, sprich Silikate oder Polymerfäden oder wie er es nennt, Polymerfasern. Buntschillernd, nicht besonders freundlich zu Wasser. Das heißt, wie hier im Frost, haben wir vorhin gesehen gehabt, jeder Spinnfaden ist vereist, weil er Wasser anzieht durch die Aminosäuren. Die Bestandteile, auf die ein Spinnfaden aufgebaut ist. Und diese Polymere, nein, sind A. anorganisch und B. suchen nicht wirklich Wasser. Deswegen habe ich schon Fotos machen können, auch letztes Jahr. Frost, Kristalle wachsen auf der Bank zum und dran bis zu fast einen Zentimeter. Und zwischendrin die Polymerfasern, die glitzerten wie frisch poliert. Ohne Scheiß. Es ist so. Und deswegen für die Frischlinge, mein Sarkasmus ist teilweise berechtigt. Im Prinzip geht es hier um nichts. Teilweise rein gar nichts. Teilweise das Nichts ziemlich stinken, glitzern, blinken. Wenn du dieses Nichts in das Gesicht kriegst,
wenn Polymerbestandteile drin sind, kommst du dir vor, als hättest du die Juckpulver drauf geschüttet, und wenn du es nicht wegmachst, brennt's. Dann hast du Verätzung, Verbrennung, irgendwie, keine Ahnung. Damit habe ich aus bundesweit genug Berichte gehört, denen es eh nicht so geht, genauso geht, die nur allein durch Luft und Wetter, ja, wie Verätzung der Haut erlitten haben. Und das nur als Beispiel. So, das soll es für heute gewesen sein. Mein Akku sagt, hey, komm, mach Schluss, ich bin gleich alle. Gut, bevor ich alle bin, euch einen schönen Tag, den es hier heute zu geben scheint. Ich glaube, ich werde viel Freude haben mit Einsammeln. Bin mal gespannt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Egal, was ihr seht von mir, es ist alles nur reiner Zufall. Und immer an die Pinguine denken. Männer lächeln und winken, natürlich auch die Frauen. Good morning, Germany from United Europe. Wir haben den 16. März 2012. Um 7.37 Uhr. Jo. Temperatur heute Morgen um 6. War mal schlappe. Minus 1,6 angewärmte Wand. Also im Moment haben wir hier minus 1 in der Höhe. Auf dem Boden sind es ungefähr minus 3. Und wir haben Frost, wenn ich das sehe. Schauen, ob ich es erwische. Seht ihr das? Glitzer, Glitzer, Blink, Blink. Da kann ich was zu sagen. Und ich weiß auch, was es ist. Schaut dir die ganze Wiese so aus, teilweise. Okay, zurück zum Spielchen. Erstmal kurz für heute. Wir fahren die Runde rum. Ihr seht, hier ist sehr nebulös. Und auch am Himmel zeichnet sich was ab. Kann man ranzoomen. Solange wie es der Nebel zulässt. Das schaut dann hier so aus. Ein bisschen näher. Und die Kamera meint, sie schafft's. Schwach. Ja. Wie gesagt, Panorama hervorragend. Eine Augenweide, atemtechnisch eher schlecht. Warum? Ich hab nochmal zurück. Da hinten am Waldrand musste ich durch den Wald gehen. Bin ich auch gegangen. Hätte ich lieber sein lassen sollen. Da waren nicht wirklich Nebelschwaden, man sieht es bloß von hier aus leicht. Aber mir schlug eine Luft entgegen, dass ich dachte, ich ersticke. Ein Geruch? Pah. Ich würde eigentlich sagen Gülle, sprich Kanal, aber eher ein Gemix aus Salmiak oder Hirschhornsalz, weiß ich, wie man es nennen soll. Es war sowas von extrem, auch da, wo Nebel frei war in dem Wald. Ich habe nicht atmen können, ging nicht. Mir hat die Lungen wie unter Druck zusammengepresst, keine Ahnung. War seltsam. Und wir haben hier nicht gegült, nicht geodelt, wie die Bayern sagen, nix. Keine Ahnung, wo der Geruch herkam. Es war extrem. Zu dem Glitzerpunkt von eben. Ja, gestern war der wunderschöne, ich sag mal, sonniger Tag. Mit viel, viel Fallout. All die Weile warum. Nachts hat es genauso Blödsinn getrieben, wie jetzt hier zu sehen ist, die Reste. Da kamen etliche Fäden runter. Rucki zucki war der Balkon super, super dicht. Und anderes Zeug.
Glasplatte rauslegen. Oh, schön. Balkonboden schaut aus, mit Stand der Sonne richtig schön glitzermäßig, orange oder wie auch immer andere Farben. Und bin dann einen rausgepickt. Das ist eine Friemelarbeit, kann ich sagen, mit Pinzette, weil du es kaum siehst. Du kannst nur mal mit dem Sonnenlicht spielen. Und wunderschöne, etliche orange Kristalle wieder mal. Aber dazu mehr, schätze ich mal, auf der südlichen Spielwiese. So, nochmal ein kleiner Film zum Abschluss vom frühen Morgen. Wir haben es jetzt 9:27 Uhr. UVI steigt. Ich habe jetzt im Schatten 0,4. Jetzt haben wir eine Sonne 3,2 UVI bereits. Na, das ist doch was. Schätze mal, 5 UVI mal locker erreichen. Ultravioletter Index. So schaut es da oben aus. Ich bin jetzt ganz weit weg. Also Weitwinkelzoom auf 0. Zu dem Scheiß breitet sich der ganze Müll aus heute. Das heißt, wir haben flächendeckend dicht. Und da wird garantiert wieder einiges an Polymerfäden herunterkommen heute. Das sehe ich jetzt hier schon. Mir spinnt es jetzt zum Teil quer. Ja, zum Teil schon quer die Fäden vom Dach zum Geländer runter. Das heißt, der Balkon ist abgedeckt. Bäume schaut es nicht viel anders aus. Überall dieses bunte Glitzer, Glitzer, Blink, Blink, die ich letztes Jahr getauft habe. Ja, anders kann man sich mal sagen. Was ich höre, sind kleine Flugzeuge, Kontrollflugzeuge. Also diese Eindecker. Ebenso Hubschrauber schon gehört heute Morgen, wo wir heute Morgen unterwegs gewesen waren. Ja, da hinten schaut es so lustig aus. Da hinten schaut es so aus. Was ein lustiger Tag. In diesem Sinn, bis später.